Moment. Hallo, was machst du Leute, denn hier? Leute, ich muss zum City Manager, hab ein Catering. Nee, Thomas, du weißt Bescheid. Leute, Radfahren auf das Bier steigt ab, das also, Leute. Was ist denn da los? Lassen wir doch durchfahren. In einer Fußgängerzone darf nicht Rad gefahren werden. Mann. Ah, Mensch, Heideblitz. Mann, ey. Ja, was machen wir jetzt? Steig das ab. Bier schnell trinken. Oder so. Also steig schon mal ab, oder? Das wäre mal der erste Schritt. Okay. So, bitteschön. Wunderbar. Gut. Aber dann können wir ja trotzdem ausstoßen, oder? Das machen wir aber sofort. Wunderbar. So ein schönes alkoholfreies Pilz ist doch was Leckeres. Oder Hefeweizen. Zum Wohlsein. So Jungs. Rechts. Schiebe darf man, gell? Schiebe darf man. Oh. Und kein Alkohol. Speiseschwierig. Zum Wohle. Also typisch Kalb ist für mich, schneller einen Strafzettel zu bekommen, wie ich aussteigen kann. Das gibt's doch gar nicht. Das steht doch immer da. Ja, den haben wir doch gestern schon gehabt. Ja, ich mache auf jeden Fall weiter für Fotos. Ja, ich rufe mal den Chef in den Ohr, weil den wären wir dann schon holen müssen. Das auf jeden Fall. Das steht schon zu lange da. Was macht ihr denn? Hallo, ist das Ihr Auto? Ja, das ist mein Auto. Ja, Sie stehen ja seit gestern schon hier. Ja. Wir sind hier im verkehrsberuhigten Bereich. Oh. Verkehrsberuhigter Bereich heißt ja zum einen Schrittgeschwindigkeit fahren und zum zweiten auch parken nur in markierten Flächen. Die haben wir hier in dem Bereich leider überhaupt nicht. Oh, okay, deswegen steht das Auto leider verkehrswidrig. Aber was passiert jetzt mit dem Auto? Den müssen wir abschleppen lassen. Oh, um Himmels Willen. Und ja. Gut, da kann ich jetzt nichts machen, oder? Da können wir leider nichts mehr machen. Okay. Aber ich sehe schon, ihr macht euren Job gründlich und aber da muss ich jetzt natürlich dran halten, ne? Ja, da muss es sich dran halten. Okay. Wir haben ja hier in Calw unsere Parkhäuser einmal im Kaufland und hinter der Sparkasse die Haagasse. Okay. Da können Sie jeweils eine halbe Stunde kostenlos parken. Oder drüben auch im Brühl, ist ja auch die erste halbe Stunde umsonst. Okay, das müssen wir jetzt hinter die Ohren schreiben, dass ich es nicht nochmal falsch mache. Ja, auf jeden Fall. Okay, aber jetzt habt ihr schon Abschlepper gerufen, oder? Abschlepper ist informiert, ja. Der ist über unsere Chefin informiert worden. Alles klar, ja gut, dann ist so. Also irgendwie finde ich das schon unfair. Warum ist ausgerechnet ich? Ja, Sie standen, wie gesagt, im verkehrsberuhigten Bereich außerhalb Markierungen. Der PKW, wo neben Ihnen steht, der hat die orangene Parkerleichterung für Menschen mit außergewöhnlichen Behinderungen. Deswegen darf der in diesem Bereich parken. Okay. Also muss ich es wohl akzeptieren, ne? Ja, da können wir leider überhaupt nichts machen. Okay, also und wo wird das Auto hingebracht? Zum Autohaus Wittmann wird es hochgebracht. Ah, dann muss ich jetzt auch hochlaufen. Hochlaufen oder mit dem Taxi hochfahren. Cool, alles klar. Gut, danke. Bitte.
Hallo. Jetzt, was passiert jetzt als nächstes? Also als nächstes bräuchte ich von Ihnen Ihren Ausweis, wo Sie sich ausweisen können, und den Fahrzeugschein vom Fahrzeug. Jawohl, Dankeschön. So, der Herr Neumann. Sehr gut. Herr Neumann, das macht 150 Euro plus 16% Mehrwertsteuer. Das ist brutal. Das habe ich nicht bar dabei, das muss ich mit Karte zahlen. Das ist bei uns machbar. 150 Euro plus 24 Euro Mehrwertsteuer ergibt 175 Euro. 74 Euro. Okay, ja, muss ich machen. Ne? Genau, und zusätzlich kommt noch die Rechnung vom Ordnungsamt. Die müssen Sie separat an Ordnungsamt überweisen und dann sind wir quitt. Das kann ich mir nicht so oft leisten, sowas. Das verstehe ich, das verstehe ich.